The 12 Days of Christmas. Das ist eine Rarität. Das zählt zu den bekanntesten Weihnachtsliedern im englischen Sprachraum, aber hier kennt das keiner. Es taucht erstmals 1780 in einem Kinderbuch auf und ist eigentlich viel älter. Kommt eigentlich aus Frankreich sogar. In dem Lied zählt ein junger Mann alle Geschenke auf, die er von seiner Geliebten bekommt. 12 Tage lang. Das schafft keiner von uns. Wir machen es am 24. und aus. Ne? 12 Tage lang. Und zwar vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. Ein Rebhuhn auf einem Birnbaum, 2 Turteltauben, 3 französische Hühner, 4 Kanarienvögel, 5 goldene Ringe, 6 Gänse, 7 Schwäne, 8 Mägde, 9 Tänzerinnen, 10 Moriskentänzer, was auch immer das ist, 11 Dudelsackspieler und 12 Trommler. Die Bedeutung der Geschenke ist unbekannt. Manche vermuten dahinter eine christliche Zahlensymbolik, zum Beispiel die zwei Turteltrauben wären das Alte und Neue Testament. Aber da vermutet man eher, dass das ein mühsamer Versuch ist, das Lied zu christianisieren. Ja, vielleicht hat man einfach nur Spaß an den Zählreimen. Bitte. Want your help, yeah. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtledoves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three branches, two turtledoves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four partridges, three branches, two turtledoves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. Four golden rings, three French lists, two gentle dust, and a partridge in a pear tree. Well, that's pretty good. And I've kept track of the numbers so far, but it goes on. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a laying, five golden rings, four holly birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a swimming, six geese a laying, five eight maids a-maiding, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings.
Im Winter finde ich keine Ruhe, bis ich nicht etwas Gutes tue. Es gibt viel Not auf dieser Welt. Am besten hilft man damit Geld. Nicht mit dem Zahlschein auf der Bank. Es gibt was Besseres, Gott sei Dank. Damit das Helfen mich auch freut, habe ich für einen Rundgang Zeit. Jetzt im Advent an allen Ecken kann man den Punsch schon förmlich schmecken, der heiß und süß und parfümiert zum Wohl der Armen trunken wird. Ich denke an die Malteserritter, denn deren Leiden ist recht bitter. Beim Stand vom Lions Club am Graben kann ich mich für Rumänien laben. Rotaria auch nicht zu vergessen, die habe ich beinahe schon nichts zu essen. Als nächstes hebe ich mein Glas, rasch für die liebe Caritas, fürs Rote Kreuz und für die Gruft mit Zimt und mit Holunderduft. Ich merke deutlich, gute Werke erfordern sehr viel Kraft und Stärke. Ein Punsch noch rasch für die Partei, als Wechselwähler trinke ich zwei. Dort steht der Herr Bezirksvorsteher, bei einem Punsch kommt man sich näher. Am Domplatz werde ich ganz fromm, ich trinke auf den neuen Dom. Ich kann die Heferl nicht mehr sehen, jedoch ich muss mich weiter quälen. Und ist das letzte Geld auch weg? Ich tue's für einen guten Zweck. Was Gutes tut, der hat immer recht. Ein Punsch noch.